Du wünschst dir in deinem Leben mehr kraftvolle Emotionen wie Dankbarkeit, Freude oder Stolz? Du möchtest Emotionen loslassen wie zum Beispiel Traurigkeit oder Hilflosigkeit? Mit diesem einfachen Gedankentrick und ein wenig Übung zeige ich dir, wie du das machen kannst. Stelle dir vor, wie die Emotion, die du fühlen möchtest, eine Farbe hat. Stelle dir außerdem vor, wie sie duftet und dieser Duft überall um dich herum ist. Wie du vielleicht weißt, kann dein Gehirn nicht zwischen Realität und Vorstellung unterscheiden, weshalb du zum Beispiel auch beim Fernsehen echte Emotionen bekommst. Stelle dir also die Farbe und den Duft so intensiv wie nur möglich vor. Dreh die Farbe auf wie in so einem Lautstärkeregler an einem Radio und mach die Farben kräftiger und strahlender. Und nimm den Duft ganz intensiv in dir auf, indem du einfach einen tiefen Atemzug nimmst. Fühle, wie sich der ganze Duft in deinem ganzen Körper verteilt. Möchtest du vielleicht grüne, nach frischer Waldluft duftende Energie? Dann drehe die Farbe auf, dreh das Grün auf und lass den Duft in deinem tiefen Atemzug in deinen ganzen Körper. Du kannst auf die gleiche Art und Weise natürlich auch Emotionen loslassen, die du nicht haben möchtest, die dich einschränken. Gib zum Beispiel der Wut eine rote Farbe und einen beißenden Zwiebelgeruch, irgendetwas, was du nicht haben möchtest, und stell dir vor, wie das mit jedem Ausatmen deinen Körper verlässt. Stell dir das aber nicht allzu dominant vor, denn du möchtest es ja loslassen. Das war die dritte Übung, wie du mental stärker werden kannst. Um keine weitere Chance zu verpassen, in der ich dir weitere Tricks und Übungen verrate, wie du mental stärker wirst, abonniere diesen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.